Spencer, ich muss dir die Wahrheit sagen. Dad wird mich zurückbringen zum Flughafen und ich werde zurück nach England gehen. Er wollte, dass ich zurückgehe, seitdem ich bei der Polizei etwas über die Nacht deines Verschwindens gesagt habe. Vielleicht hat er recht, dass nur Schweigen uns helfen kann. Aber ich kann dich nicht nochmal alleine lassen. Nicht so. Deshalb werde ich dir jetzt die Wahrheit sagen. Willkommen heute zu einem Melissa Hastings Get the Look. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn ein paar andere YouTuberinnen haben auch alle anderen Charakteren geschminkt und wir wünschen euch viel Spaß bei den Videos. Wir fangen erstmal mit der Grundierung des Gesichts an und dafür mache ich erstmal meine Haare aus dem Gesicht. Dann benutze ich die Art Deko-Camouflage und decke damit all meine Augenringe, beziehungsweise habe ich hier nur zwei, das heißt all meine Unreinheiten ab. Ich habe momentan sehr viele, von daher nehme ich mir für diesen Schritt sehr viel Zeit und versuche das Ganze so gut wie es geht zu verblenden. Für die Foundation benutze ich dann die Nude Illusion Foundation von Catrice. Die tupfe ich erst mit dem Pinsel ein und danach verblende ich das Ganze noch ein bisschen mit den Fingern. Bei den Augen fange ich mit der Urban Decay Primer Potion an und zwar ist es eine Lidschattenbase. Damit hält der ganze Lidschatten einfach ein Stück weit besser. Und zu den Lidschatten ist es einfach so, dass Melissa Hastings normalerweise sehr, sehr matte Lidschatten verwendet. Trotzdessen habe ich mich hier für einen schimmernden Paint Pot entschieden von MAC, damit das ganze Auge einfach nicht zu flach wirkt. Trotzdessen versuche ich so wenig wie möglich aufzutragen, das Ganze auf dem beweglichen Lid aufzutragen und dann natürlich auch noch zu verblenden. Um das Auge noch ein Stück weit weiter zu definieren und die Übergänge später weicher erscheinen zu lassen, benutze ich hier einen Bronzer. Wie ihr wisst, kann man Bronzer auch als Lidschatten benutzen und ich finde genau diese Farbe passt sich irgendwie perfekt an diesen Bronzeton an. Als nächstes kommt dann die Farbe Dark Horse, um das Ganze noch etwas zu verdunkeln. Da tupfe ich einfach nur ein bisschen an den äußeren Winkel und danach verblende ich das Ganze. Und dann seid ihr eigentlich mit dem Lidschatten auch schon fertig, denn so viel mehr trägt Melissa auf jeden Fall nicht. Jetzt kommt der wohl wichtigste Schritt und das, was Melissa Hastings bei ihrem Make-up ausmacht, und zwar der Kajalstift. Sie trägt nämlich den Kajalstift auf der kompletten Wasserlinie, das heißt unten bis zum inneren Winkel durch, das trage ich persönlich beispielsweise jetzt nicht, und natürlich auch oben an der Wasserlinie, das heißt umrandet euer ganzes Auge. Jedoch solltet ihr keinen Eyeliner benutzen. Jetzt als nächstes kommt dann die Glamour Doll Mascara, um einfach einen recht natürlichen Look zu erzeugen. Ich habe die unteren Wimpern mitgetuscht, aber wenn ihr dem ganzen Look noch ein bisschen näher kommen wollt, würde ich euch empfehlen, die unteren Wimpern nicht mitzutuschen. Bei den Augenbrauen setzt Melissa auf sehr natürlichen Look und zwar habe ich hier extra jetzt einen Augenbrauenpuder benutzt, damit das Ganze einfach nicht zu hart und nicht zu eintätowiert wirkt. Von daher da einfach locker fluffig mit so einem Pinsel drüber bürsten und ich würde euch auch gar nicht unbedingt empfehlen, die jetzt mega ordentlich zu bürsten, sondern das Ganze einfach recht natürlich zu belassen, denn so trägt sie das eigentlich auch so ziemlich durchgehend. Jetzt setze ich noch einmal mit einem Translucent Puder nochmal die ganze Foundation, damit man einfach nicht so glänzt. Denn ich finde ja, die Nude Illusion ist ein bisschen sehr glänzend in ihrem Finish. Aber mit einem guten Puder kann man das einigermaßen in Grenzen halten. Jetzt kommt natürlich noch Bronzer. Und zwar habe ich bei Melissa nur Bronzer benutzt. Ich konturiere hier erstmal leicht mein Gesicht und verzichte somit komplett auf Highlighter und Blush. Denn ich finde, dass es wirklich selten deutlich sichtbar ist bei ihrem Charakter. Um den Melissa Hastings Look jetzt natürlich noch zu komplettieren, fehlen uns die Lippen. Und sie trägt wirklich sehr nudefarbene Lippen. Und dafür habe ich mich jetzt hier für so einen braunen Lip Liner entschieden von Catrice. Den habe ich in den äußeren Winkeln weiter aufgetragen, damit die Lippen einfach dimensionierter und voller wirken. Denn Melissa Hastings hat einfach mega volle Lippen und ich finde, sie sehen wunderschön aus. Und hier habe ich noch einen nudefarbenen Lippenstift benutzt. Den trage ich dann in der Mitte auf und verblende ihn mit den Fingern nach außen. Meistens trägt sie ihren Lippenstift sehr matt, das heißt, hier könntet ihr zum Beispiel noch so ein Kosmetiktüchlein nehmen und das Ganze etwas mit Puder abmattieren. Aber ab und zu trägt sie auch ein bisschen Gloss und da ich einfach vollere Lippen haben wollte, habe ich hier noch ein bisschen was in die Mitte aufgetupft. Und ja, das ist der fertige Lippenlook. Ich denke, im Insgesamten hat Melissa also wirklich einen sehr natürlichen, nudefarbenen Look.
Weiter zu den Haaren. Und zwar habe ich mich da wirklich an den späteren Staffeln orientiert, denn vorher hatte sie immer so leichte Wellen und lange, dunkle Haare. Später hat sie aber dann leicht hellere Haare, so wie ich im Momentan auch. Und die glättet sie. Fürs Glätten teile ich hier erstmal meine Haare nach oben auf und glätte immer einzelne Partien. Und das Besondere, was ich dabei mache, ist, dass ich die vorderen Partien wirklich einfach nur ganz leicht nach innen biege, damit die Haare später einfach nach vorne fallen. Ich persönlich finde den Look minimal langweilig, aber bei ihr passt es irgendwie. Also ich finde, mir persönlich steht er nicht so gut, aber zu Melissa Hastings passt es einfach, weil sie diesen wirklich sehr elitären, gepflegten, ordentlichen Look hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Komplett fertig ist die Frisur denn nicht, denn der Pony bzw. die vordere Partie wird noch hinters Ohr gesteckt, ein bisschen nach vorne gezuppelt und dann werden die Haare drüber gelegt. Denn das trägt sie eigentlich ständig. Melissa Hastings trägt einen wirklich sehr elitären Look. In meinem Kleiderschrank bin ich wirklich kaum fündig geworden. Das heißt, setzt auf Blazer, auf Schals und beim unteren Teil bin ich mir wirklich sehr, sehr unsicher, da man sie selten irgendwie von unten sieht. Beim Schmuck ist sie wirklich sehr, sehr schlicht und da würde ich wirklich auf Perlen setzen oder auf sehr schlichte und zeitlose Uhren beispielsweise, wie die hier von Daniel Wellington, die ich seit kurzem habe. Dann ist es auch des Weiteren so, dass sie wirklich sehr, sehr gerne Trenchcoats trägt. Das heißt, wenn ihr einen Trenchcoat zu Hause habt, was ich leider nicht habe, benutzt den. Das ist wirklich komplett Melissa Hastings Trenchcoat. Und hier seht ihr nochmal den Schal vom bisschen näheren. Das ist so ein leicht luftiger Schal. Und dann hier auch nochmal ein bisschen näher den Blazer. Der hat diesen typischen College-Look, würde ich behaupten. Dann seht ihr hier nochmal das komplette Outfit und bei den Schuhen habe ich einfach nur hohe Stiefelchen angezogen. Ich habe hier auch nochmal einen zweiten Blazer angezogen und zwar ist der beige, aber irgendwie weiß ich nicht. Was würdet ihr sagen? Also vom Prinzip her habe ich es, glaube ich, verstanden, aber mein Kleiderschrank bietet leider nicht so viel. Insgesamt ist der Charakter von Melissa Hastings wirklich einfach sehr ordentlich und geschniegelt und gestriegelt. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Get the Look Video zum Charakter von Melissa Hastings in der Serie Pretty Little Liars gefallen hat. Und zwar verlinke ich euch zum einen noch unsere Playlist, wo alle wichtigen Charakter vertreten sind. Und dann noch die liebe Kati vom Kanal Domino Kati mit dem Charakter Hannah. Und dann noch die Anka vom Kanal Akaleidable, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mit dem Look zu Spencer. Von daher schaut da unbedingt vorbei, die Links in der Infobox, sowie auch hier. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video und gebt dem ganzen Video und der ganzen Aktion Daumen hoch, wenn sie euch gefallen hat. Also, bis dann. Tschüss.